Stuggi TV. Deine Stadt, dein Sender. Der Kanzler der Vasen steht sowohl am Frühlingsfest als auch am Volksfest für Party-Eskalation pur. Klar, das ist ganz im Sinne von, was auf dem Vasen geschieht, bleibt auf dem Vasen, einige Geschichten zu erzählen gibt. Wir machen heute die Ausnahme. Ach du Scheiße. Du musst überlegen. Ich habe immer einen Blackout gehabt, ich kann mich an die besten Storys gar nicht erinnern. Von daher geht immer gleich los mit paar Maß, paar Willis und dann erfahre ich am nächsten Tag so halbe Geschichten, aber meine Kumpels sind auch immer raus, deswegen keiner kann sich erinnern, was hier passiert. Ich hatte mal einen, das war nicht ich, der hat in den Maßkrug gekotzt. Das wird nicht schlecht. Ohne Witz. Ich trinke mega viel, aber das war mega eklig. Freunde, die kotzen alle immer, aber ein Betreuer braucht es halt auch, der dann immer so ein bisschen den Überblick behält und so, und sonst läuft ja auch nichts. Immer er, ja. Er guckt immer nach alles, der Papa. Ja. Wir hatten einmal einen, letztes Jahr auf dem Vasen, der war ein bisschen sehr arg angetrunken und dann hat er erstmal sein T-Shirt ausgezogen auf dem Vasen, wurde dann von der Security wieder besänftigt und dann im Zug hat er dann erstmal eine Runde Liegestütze gemacht, weil er so cool ist und müsste mal zeigen, was er so drauf hat. Da war so ein ganz kleines Fenster und manche Leute haben probiert, ein Salto aus dem Fenster zu machen, haben versucht dann auf den Bauwagen drauf zu klettern, haben da Raketen losgelassen. Naja, ich kenne jemanden, der mal einfach verschwunden ist beim Vasen und dann haben wir ihn ewig gesucht. Wir wollten nach Hause fahren mit dem Zug und dann haben wir ihn irgendwo am Bahnhof wieder eingesammelt und seine Schuhe waren komplett zerfetzt, aber keiner weiß warum. Naja, passiert natürlich jedes Jahr, dass irgendjemand halt sagt, er trinkt nichts und dann 10 Minuten später draußen in der Ecke hängt und gar nicht mehr kann und kotzt oder so, aber die ist die Treppe zum Bahnhof hochgelaufen, dann hingefallen. Und hat dann so stark am Kopf geblutet und hat es gar nicht mitbekommen, weil sie so besoffen war. Und ist dann auch ins Krankenhaus und so, also ja. Also ich habe eine Geschichte. Wir waren vor 4 oder 5 Jahren hier mit ein paar Jungs, da war auch ein Kollege dabei. Wir waren hier drin, wir haben viel getrunken, da waren wir draußen. Der hat von so einem Stand, der liebt FC Bayern über alles. FC Bayern kuschelte ab, geklaut, ist gerannt durch den ganzen Vasen, hat es irgendwann zurückgegeben. Na, war wieder alles gut.